Also die Oper Schuberts Reise nach Atzenbruck ist eine Komposition, eine Oper über den Menschen Schubert. Also die Reise nach Atzenbruck ist eine Reise einer wirklich fröhlichen, jungen, schönen Gesellschaft. Die feiern, die sind glücklich, die sind ausgelassen. Und es darf auch gelacht werden. Der Grundton ist auch heiter. Was wir hier sehen, ist nur ein guter halber Tag aus dem Leben Schuberts, wenn er mit seinen Freunden nach Atzenbruck fährt, im Stellwagerl, wie es auf Österreichisch heißt, also in einem Leiterwagen, einem Holzwagen mit Pferd. Und was auf dieser Fahrt passiert, ist, dass Schubert, der sich so ausdrücken kann durch seine Kunst, die Musik, scheitert, einer Angebeteten zu sagen: Ich liebe dich, Josepha. Der ist ja ein Gott, der ist ja nicht irdisch. Nicht wahr, es war nicht ein himmlischer Kompositeur. Franzl, jetzt sag was. Franzl, jetzt sag was. Sag was. Franzl, sag was. Der Beethoven ist besser. Da kommt auch Humor ins Spiel. Ich glaube, auch im Tragischen liegt das Komische. In der Wirklichkeit, und jetzt auf Schubert bezogen, ist das ein durch die Quecksilberdämpfe bereits etwas angegriffener Mensch, dessen Fantasie auch Kapriolen schlägt. In seiner Fantasie ist er ein Superman des Biedermeiers und rettet Josepha von den Kriegskrüppeln aus den napoleonischen Kriegen übrig geblieben, die sie vergewaltigen wollen oder die sie schänden wollen. Und in Wirklichkeit bringt er nicht einmal einen Satz raus. Aus dem Herzen verliere ich nichts. Da rennt nichts davon, nicht die Trauer und nicht die Sehnsucht. Er lebte sehr einsam, obwohl er immer mitten im Geschehen war, ein gefeierter Komponist, gleichzeitig Krankheit, Armut. Also in dieser Diskrepanz, das ist schon eine sehr spannende Situation, wie jemand, der so eben mit dieser Krankheit gelebt hat und mit dieser begnadeten Begabung so wunderschöne Musik geschrieben hat und in diesem Spannungsfeld, das ist für eine Oper sehr, sehr gut. Im Mittelpunkt der Oper muss eine Badewanne stehen, eine blecherne, so wie sie jetzt im Krankenspital aufgestellt ist, eine neben der anderen voll mit heißem Wasser und Unmengen Quecksilber drin. Da kommen die Schmeichler hinein und die Kriecher und die Talentlosen. Und wenn sie vor Schmerz aufschreien, dann kommt noch heißeres Wasser hinein. Also es sind immer wieder Szenen, die sehr naturalistisch wirken. Plötzlich biegt das Ganze ab und er beginnt zu fantasieren und sieht eine Welt, die ganz anders aussieht, hört auch eine Welt, die ganz anders klingt. Und das macht eigentlich für mich vor allem diesen Reiz aus, dass es vordergründig so wirkt wie eine belanglose Geschichte. Man reist mit einer Kutsche von Wien nach Atzenbruck. Aber im Hintergrund ist es eigentlich fast eine Reise in das Innere eines rätselhaften, genialen Komponisten.